Richtig. So, ist aber ein kleines bisschen. Anstatt. Ja. Wer zieht das kürzere Stück? Ja. Wie war der Polizei? Kennst du schon? Bodycam. Hi, hallo und herzlich willkommen bei Potternander unterwegs auf dem Münchner Brückensteig. Und seht mal, endlich hat es geklappt. Juhu, genau. Die Wanderverliebten. Alleine hätte ich das ja nicht gemacht. Ne? Leider kein gutes Wetter mitgebracht. Ne? Das aber macht knapp die Hälfte. Da ist die Brücke, da geht es rauf. Ja, wir haben, ich sag mal, 20 Minütchen. Ich habe ehrlich gesagt gehörigen Respekt, muss man ganz klar sagen. Kleine Galgenfrist haben wir noch, ne? Also ja, mal gucken, ne? Platzangst kann ich ja nicht so unbedingt. Jetzt mal sehen, wie es mit der Höhe wird. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich das packe, aber ich sag mal so. Zuversichtlich. Einmal wir nehmen unserem Händchen und dann. Nimmt er mich in die Mitte. Drückt die Daumen, ne? Auf geht's, wir sehen uns nachher. So, was sagt er? Es ging doch alles irgendwie ganz schnell, ne? Genau. Also, es gibt kein Zurück mehr. Ich kann auch gar nicht mehr raus hier aus dem Boot. Genau, du kommst nie mehr aus dieser Ausrüstung. Mann, wie ich aussehe. Jesus Christus. Wenn die Zuschauer jetzt die Schwimme nicht sehen können, sieht aus wie so ein Cyborg. Lach du nur. Ja. Ein schöner. Puh. Oder macht man einfach nur gut. Ich sag mal, da die sowieso jetzt schon voll ist, macht das keine Rolle. Spielt das keine Rolle. Ah, da gab's doch ein Bild, das ist nicht so ärmlich wie wir hier. Genau, du hast so die Billo-Version. Ich gar nicht, aber das ist nicht danke. So, die ersten paar Höhenmeter sind gemacht. So, bis jetzt noch alle fit, ne? Also noch keine Verluste zu beklagen. Ne, es ist nur ordentlich warm, Jacke angezogen, ein bisschen dröppelt. Aber das staut sich natürlich alles, auch gerade unter dem Helm. Also ich habe gerade ordentlich Gesundheit, ordentlich entschlackt. Das ist, wenn man am Abend vorher einen Pilz trinkt, das darfst du nicht machen. Du musst ein paar Tage vorher entschlacken und nicht während der Tour. Nachher wird dann entschlackt. Ich brauche jetzt mal eine, irgendwie so eine zuckerhaltige schwarze Brause hinterher. Richtig. Also macht das mit der Tour, sagt mir das dann muss man sagen, so ein Blick auf die Wupper, das kriegst du nicht alle Tage, ne? Ja, also das ist wirklich Premium. Und da muss ganz klar sagen, auch der Brückensteig, das ist natürlich so, so eine Chance, ne? Dass man die einfach hat und hier raufzukommen, einfach machen. Muss man mal hier sehen. Und ich bin ja ehrlich gesagt nicht so unbedingt höhenaffin, aber das ist selbst für mich gerade aktuell noch in Ordnung. Ja, vor allen Dingen, es geht schon langsam voran, das finde ich auch sehr, sehr angenehm, aber das Panorama ist einfach unschlagbar gut. Guck mal, herrlich, man kriegt sogar noch Audioguide auch noch mit dabei. Das ist einfach herrlich. Ich glaube, so langsam macht Bock. Auf jeden Fall, ne? Und nachher ist Bergfest. Das ist alles versicherungstechnisch, ne? Ja.
der Brücke ausgepackt hätte, der hätte der jetzt auch nicht gesagt, so wieder alle um. Nee, nee, aber da muss man schon so fair sein. Ne? Ja, klar. Genau, dann wärst du so an den so, Stau auf der A1. Aber gelöst. Die Frau musste helfen. Die Frau musste helfen. So, man muss nämlich immer schön aufpassen, dass man hier irgendwie so mit der Nase lang und dann hat man es. Richtig. So, ist aber ein kleines bisschen Fingerschwitzen. Ja, wenn man Grobmotoriker ist, dann... Ja. Richtig, einfach machen. Ja, ne? Raus und machen, ne? Oh. Wie war das? So, genau. Ja, jetzt hab ich auf einmal blind gemacht, ohne hinzugucken. Und jetzt nochmal Automatismen. Ja, der Profi. Oh. Wirklich imposant. Ne? So, auch hier nochmal. Wir befinden uns am höchsten Punkt. Naja, am höchsten Punkt. Ja, doch, klar. Ja, ja. So, Bergfest sozusagen. Wir haben es bis oben geschafft. So, und jetzt gucken wir mal, wo wir hier unsere Flagge einrammen können. Ja. Juhu. Also langsam kann er wieder lächeln, ne? Aber wir haben noch nicht hier die Querstrebe gemacht. Ja, die meisten Unfälle passieren ja auch beim Abstieg. Ja gut, aber ist ja immer wirklich, ne? Also Höhe, unwohl, klar, wenn man runterguckt, man hat so ein bisschen, das kribbelt in der Magengrube, ne? Aber das geht auf jeden Fall besser als Enge, stelle ich fest. Und das meiste ist ja auch nur Kopfsache. Aber es ist einfach wahnsinnig schön. Also für diese Erfahrung hier, das ist natürlich super aufgeregt. Ich war Wochen vorher super nervös. Aber wie gesagt, man ist ja total safe. Und auf einmal ging ja alles hoppla hopp. Ne? Hast gar keine Angst, gar keine Möglichkeit, Schiss zu haben. Komisch, ne? Aber wir sind noch nicht unten. Ach, passt. Eieiei. Oh, jetzt hältst du auch noch an, ey. Ja, auch noch. Oh. Wie geht denn das? Aber mit links ist auch gar nicht so meine Hand. Das ist nur die Frage, wie... Wie komme ich denn da rüber? Genau, ich habe natürlich mal wieder nicht aufgepasst. Muss man jetzt hier schon drauf? Hätte ich jetzt gesagt. Hier jetzt schon rauf? Hier jetzt schon hoch? Kannst da schon drauf gehen, ja. Oh. Und dann nach oben. Ganz voll in der Karabiner. So. Zurück. 180 Grad drehen. Ja, weiter. Okay, so ist gut. Ja. Jetzt ist Dreieck oben auf die Kante drauf. Nein, zurück. Nein, in das. Ja, auf die Kante. Ah, ja. Und dann das Drahtseil nach unten ziehen, vorne ein bisschen. Das Drahtseil, das, ja. Ja, ich bleib da bestimmt auch hängen. Ich komme, ich bin dabei dir. Ich bleib bestimmt hängen. Oh, Jesus Christus, ey. Genau, nicht wie ich gerade nicht geguckt. Kein Löckerchen für mich. Er macht das wirklich. Hohoho. So, wir können los hier, ne? So. Ich sag mal so, so der Hand. Wir können los hier, ne? So. Ich sag mal so, der Handlauf, ne? Ah, oh, herrlich. Das ist der Moment, ne? Genau der war das. Puh, aber geil. Oh, Halleluja, man darf nur nicht runtergucken, aber geiler ist schon. Ja, da ist es. Jetzt habe ich wirklich nur den letzten Ausläufer von dir. Das macht nichts, ich habe ja hier alles... Wie bist du jetzt hier wieder beigekommen? Ich glaube,
jetzt müsstest du das durch. Ja, richtig. Das ist super gut. Nur einmal ganz kurz. So mutig alle, ne? Das ist unfassbar. Ja, top. Ja, genau. Ja, super, genau so. So, weiter geht's. Ich bin noch nicht raus. Könntest du jetzt überstreichen, ob wir jetzt gerade in der... Ja, genau. Das, das auch, genau. Hier vorne kann man direkt... Genau so, ja, genau. Ja, super. Schön, ne? Aber ist schon irre. Nach unten mit dem Haken. Zieh das Draht, ich lass den Haken hängen, zieh das Drahtseil vor dir nach unten. Am besten ruhig einmal auf die andere Seite kommen. Ja, genau. Ja. Souverän. Oh, die kommt runter. Wahnsinn. Als hättest du noch nie was anderes gemacht, ne? Was? Nein! Kannst du einmal hochspringen kurz? Kann ich nicht. Nein, komm jetzt hier wieder. Wahnsinn! Kannst du noch eine Pose einnehmen oder? Was? Nein! Kannst du einmal hochspringen kurz? Kann ich nicht. Nein, komm jetzt hier wieder. Wahnsinn! So, da hat es geschafft, ne? Dieser einen Moment, ich muss schon sagen, dafür. Hat es sich gelohnt, aber ja, gesunder das Respekt, das darf man schon haben, gar keine Frage. Aber, also ich habe währenddessen nicht runter, ich habe einfach nur so gemeint. Also, wirklich, ich habe gehofft, dass ich total den Haken dran tolles Erlebnis, super. Ja, total. Mach ruhig, hau rein. Zivil oder Polizei, kennst du schon, Bodycam. So, Herr Wander verliebt, dann kommen Sie mal hier raus, einmal an der Seite, ne? Machst du ein Weichbier? Ja, das kann ich nicht mit dem Auto fahren. Ja, einer kriegt sich da problemlos bei euch. Wer zieht das kürzer? Er ist einmal der am schnellsten trinkt. Kommen wir zum Outro. Ich gehe mal ein bisschen weg, sonst macht das der Doppelkinn. Also. Genau, das ist nur die Kamera. Das ist nur die Kamera. So, das ist die Frodi von den Wanderverliebten. Der Micha
passt leider nicht mehr auf der passt die leider drauf. Nicht mehr. Da ist spät. Er. Wer zu spät hier, so. Kommt, dem bestraft das Leben oder halt die fehlende Sitzgelegenheit. So, wir wollten eigentlich eine richtig seriöse Abmoderation machen. Jetzt haben wir ja große Fresse. Vorhin hat der Stift noch geschrieben, ne? Aber so, also Fazit. Ja, komm, Brückensteig, ne? Also ich habe ja gedacht, ich hätte Höhenangst oder zumindest ordentlich Respekt vor Höhe. Oder auch Fallangst, wie auch immer. Aber ja, das kann man machen. Und zwar jeden Alters. Die Gruppe war ja auch gemischt, ne? Ja, du kriegst eine gute Einweisung, du kriegst ordentlich Sicherheitseinweisung, Ausrüstung. Du hast genügend Zeit, dich da an die Höhe zu adaptieren. Also es ist allzeit eigentlich absolutes, ja, ein Erlebnis. Ne? Ja. Es ist wirklich ein Abenteuer, mal diese höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands mal wirklich zu erwandern. Also das ist jetzt kein typischer Steig. Obwohl so die ersten Meter natürlich schon fast die anstrengendsten sind. Also ich habe ordentlich geschwitzt unter dem Helm. Donnerwetter. Jetzt bin ich aber auch froh, dass es gleich eine Pilsette gibt. Und ansonsten hat es mir doch ordentlich viel Spaß gemacht. Definitiv. Meine allerliebsten Wanderverliebten auch mal persönlich live und in Farbe zu sehen. Das war mir wieder mal ein Fest. Und wie gesagt, alleine hätte ich mich definitiv nicht getraut. Aber ihr habt es ja gesehen, macht es definitiv. Das ist ein super, super Tipp. Ansonsten lädt der goldene Herbst selbstverständlich auch nochmal dazu ein, hier die ganz, ganz vielen Wanderwege um den Münchner Brückenpark anzugehen. Und wie gesagt, Schlossburg nicht weit weg, die Senkbachtalsperre, die wir auch schon gemacht haben. Ah. Ja, und apropos golden, vielleicht findet ihr ja auch noch den goldenen Bolzen, genau. Der hier verbaut ist. Ne? Also das ist der einzige Nachteil, wenn wir einen Kritikpunkt haben. Hier sollte es ja einen geben in der Brücke, aber wir haben ihn leider nicht gefunden. Der ja. Goldene nicht, aber der braune, den haben wir gesehen. Oder gerochen, man weiß es nicht. Okay, in diesem Sinne, bleibt gesund, vergesst das rausgehen nicht. Na, euer Schröbi von Potter, dann auch die Wanderverliebte. Tschüss!